Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier. Heute in voller Pracht mit Doppelkinn. Seiten sind nicht frisch, Freunde. Ich gehe heute zum Friseur. Ich habe schon einen Termin. Dann alles hier schön sauber machen. Seiten auf Siffra, dies, das. Dann sieht es schon bestimmt ein bisschen angenehmer aus. Auf jeden Fall habe ich hier einen Brief in der Hand. Und den werde ich euch gleich vorlesen, was da draußen abging. Es ist, also ich bin richtig im ganz anderen Modus. Wir haben hier 6.59 Uhr morgens. Ich sitze hier und mache das Video für euch. Folgendes Szenario ist passiert. Ich bin übelst müde. Ich bin übelst müde, Freunde. Ich lege mich ins Bett. Auf einmal Fledermauseffekt. Richtig Fledermauseffekt. Mir ging es nicht gut. Fledermauseffekt, ich erkläre es euch kurz. Ihr legt euch ins Bett, ihr seid todesmüde. Auf einmal, bam, wie als ob euch der Blitz getroffen hat. Ihr seid wieder hellwach, sein Vater. Und genau das ist mir heute passiert. Und dann dachte ich mir, ey, anstatt dass ich jetzt irgendwie hier zock oder sonst was, hau ich mal die Geschichte hier raus. Oder was heißt Geschichte? Das ist wahre Begebenheiten, Freunde. Und werde euch dann erklären, was da draußen abging. By the way, Freunde, hier seht ihr gerade selber, ich habe hier einen neuen Stuhl von DX Racer. Die Kollegen haben mir einen Stuhl hier zukommen lassen. Zu wild, Freunde. Richtig Boss, ich kann mich hier so hinlegen. Ich kann sogar nach hinten gehen auf ganz entspannter Basis. Und wäre korrekt, wenn ihr auch auf Gaming-Stühle steht und euch einen zulegen möchtet, checkt die Videobeschreibung ab, Freunde. Habt ihr sicherlich Bock drauf, würde ich mal sagen. Und dann würde ich sagen, dass wir zum eigentlichen Thema des Videos kommen. Was ist passiert? Viele Fragen sind aufgestellt worden oder waren im Raum. Und genau darüber werden wir reden. Was ist mit dem AMG passiert? Wo ist der AMG? Und was ist passiert wirklich? Weil im Titel habt ihr schon gelesen, Freunde, irgendwas ist weg. Und genau darüber werden wir reden. Ich würde sagen, ich fange mal mit dem Brief hier an und lese euch das Ganze vor. Damit ihr nicht denkt, dass ich euch bescheiß oder euch anlüge, zeige ich euch das Ganze mal hier ganz kurz. Irgendwie werde ich da so ranzoomen oder so, irgendwas in der Art. Auf jeden Fall, es ist real, kein Scam oder sowas. Und den Brief lese ich euch jetzt mal vor. Vollzug des Paragraph irgendwas, bla bla bla, Gesetzbuch irgendwas, Anhörung vor einer Anordnung zur Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens. Dann viele weitere Informationen, die unwichtig sind. Auf jeden Fall Verstoß, hier Tattag, 14.09.2019. Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um 27 km/h, zulässige Geschwindigkeit 70 km/h, festgestellte Geschwindigkeit nach Toleranzabzug 97 km/h. Was bedeutet Anordnung zur Beibringung des, eines medizinisch-psychologischen Gutachtens? Ich kann es euch sagen. Das bedeutet, ich muss einen Idiotentest machen, Freunde. Mir geht's nicht gut. Mir geht's gar nicht gut. Und wir fangen ganz am Anfang an und reden darüber. Es gab schon mal Videos hier auf meinem Kanal, wo ich schon bereits einmal über meinen Führerscheinverlust geredet habe. Der passiert ist, weil es miese Zeiten war. Man ist Fahranfänger, Freunde. Jeder von euch, der den Führerschein irgendwann hat, muss sich 2 Jahre lang strikt an die Regeln halten. Man darf keine Fehler machen. Natürlich sollte man auch danach immer vorsichtig fahren. Aber folgendes Szenario, Freunde. Ich war in der Probezeit. Man ist ein junger Fahrer. Man hat nicht so viel Erfahrung. Man weiß nicht, wo Blitzer sind oder sonst was. Man ist abgelenkt, hört ein bisschen Musik. Zack, du wirst geblitzt. Zack, einfach so bam, bam, bam. Du bist Knockout. Einfach so. Und genau das ist mir passiert in der als ich noch in der Probezeit war. Ohne Vergehen, wurde ich da geblitzt, habe ich einen Punkt bekommen. Dann hieß es, ey Kollege, du warst zu schnell, du musst ein Aufbauseminar machen. Da bin ich während der Zeit umgezogen, konnte das Aufbauseminar nicht machen, musste dann meinen Führerschein abgeben. Dies, das, Ananas habe ich auch schon mal erzählt, warum, weshalb, wieso, bla bla bla. Und am Ende war es dann halt so, ich hatte keinen Führerschein, bla bla bla. Musste das Aufbauseminar machen, ist nichts Schlimmes, man geht dahin. Ich sag's euch, wie es ist, ich war da und ich habe extrem viel daraus gelernt. Also danach bin ich viel anständiger gefahren und war mit den Gefahren viel bewusster. Weil da waren dann so Rechenaufgaben, du rechnest aus, bam, 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 du denkst gar nicht, dass es so krass ist. Und so war es dann halt. Ich bin dann ganz entspannt gefahren, hatte meinen Führerschein wieder, alles easy, kein Problem, kein Stress. Dann, Freunde, kam mir der AMG. Das heißt, ich habe jetzt in der Probezeit schon mal ein Aufbauseminar gemacht. Ich darf mir nichts einfehlen lassen, nichts. Und weil wenn jetzt was passiert, meine Probezeit ist jetzt verlängert, insgesamt sind es 4 Jahre Probezeit, das ist richtig schlimm. Und wenn jetzt was passiert, bin ich geliefert. Und das ist passiert und das ist der Brief gewesen, den ich euch hier gezeigt habe, beziehungsweise vorgelesen habe. Folgendes. Nach der Probezeit, Freunde, darf man einen Punkt bekommen. Das bekommst du beispielsweise, wenn du, weiß nicht, über Rot fährst, einen Unfall machst mit, wo du schuld bist beispielsweise, oder halt dementsprechend überhöhte Geschwindigkeit über 21 km/h.
dann bekommt man auch einen Punkt. Und das ist mir passiert. Nach der Probezeit hat man ja einen Freifahrtschein, da ist mir das Ganze schon direkt am Anfang passiert. Und das ist dann irgendwie so reingeflossen, bla bla bla, dies, das, anders. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich den AMG bekommen habe, da wusste ich, ey, ich darf nicht geblitzt werden, sonst ist mein Führerschein weg oder ist in Gefahr. Und dann, Freunde, habe ich mich tatsächlich auch gut an die Regeln gehalten. Ich habe versucht, immer so gut wie es ging, mich zu beherrschen, die Verkehrsregeln zu beachten und. Und am Ende des Tages, Freunde, habe ich es tatsächlich dann geschafft gehabt. Bis kurz vor Abmeldung meines AMGs. Warum ich den abgemeldet habe, gleich danach. Ihr seht selber, also ich habe euch ja vorhin gezeigt, Tattag war der 14.09.2019 und Oktoberanfang wollte ich mein Auto abmelden. Das heißt, kurz vor der Abmeldung ist das Ganze passiert. Mir geht's nicht gut, Freunde. Was bedeutet das jetzt für mich? Aktuell habe ich noch den Führerschein. Am 11.02. Ist diese Anhörungsfrist zu Ende, wurde mir gesagt. Und da muss ich dann hingehen und dort wird dann entschieden, behalte ich meinen Führerschein, wird er mir entzogen oder. Aktuell ist es so, dass ich höchstwahrscheinlich den entzogen bekomme. Das bedeutet, dass ich kein Fahrzeug fahren kann. Und das Schlimme daran ist, Freunde, dass ich zum 1. März mein Auto wieder anmelden wollte. Und die Leute, die sich ein bisschen auskennen, die wissen, dass eine MPU 3 bis 6 Monate Minimum dauert, wenn man sie dann noch besteht. Das heißt, wenn der Führerschein mir tatsächlich dann weggenommen wird, dann, Freunde, habe ich 3 bis 6 Monate keinen Führerschein mehr. Und das Ding ist dann, nach den 6 Monaten, weißt du, also sagen wir, du hast diese MPU gemacht, also den Idiotentest, dann ist es ja noch nicht mal sicher, ob ich den Führerschein bekomme oder nicht. Gehen wir mal davon aus, ich fall durch, Freunde, muss ich nochmal 6 Monate warten. Und wisst ihr, was es für mich bedeutet? Kein AMG, kein Hin- und Herfahren, jeder muss mich abholen, ich muss dahin befördert werden, wenn ich mal was brauche. Katastrophe. Katastrophe, Freunde. Und das wollte ich euch jetzt mal hier so erklären und den Sachverhalt erklären, was da draußen in der Wildnis so los ist. Ich habe nämlich auf Insta gepostet gehabt, by the way, ihr könnt mir da gerne folgen, Fraps und YT. Habe ich ja gepostet gehabt, dass ich MPU machen muss, bla bla bla. Leute so, hä, wieso, warum, was passiert, dies, das, Ananas. Jetzt habe ich es euch erklärt, Freunde. Ich sage nicht, dass ich nicht schuld bin, absolut nicht. Es ist ja meine Schuld, dass ich zu schnell gefahren bin, hätte ich ja nicht machen sollen. Aber manchmal, Freunde, das war ein Bombentag, so weiß ich noch. Sehr gutes Wetter, man hört Musik, schaltet alles ab und zack, du wirst geblitzt. Und ich habe nicht mal mitbekommen, dass ich geblitzt worden bin, so ein Ding war das. So schnell kann es gehen, Freunde. Auf jeden Fall, was heißt das jetzt für mich? Das bedeutet, erstmal kein Führerschein. Dann, Freunde, ist es so, dass ich den AMG höchstwahrscheinlich nicht anmelden kann. Das bedeutet dann wiederum, dass ich kein AMG habe über diese ganze Zeit, wo ich meinen Führerschein nicht habe. By the way, warum erzähle ich eigentlich die ganze Zeit über AMG? Generell, ich kann nicht irgendwo hinfahren. Aber AMG ist ja auch ein Teil meines Kanals. Ihr wisst selber, ich habe schon ein paar Videos damit gemacht, euch gezeigt. Viele haben gefragt, wo ist der AMG? Hast du den abgegeben? Kannst du den nicht mehr bezahlen? Genau solche Sachen habe ich bekommen. Und ich erkläre es euch einfach. Also mein Ziel war es, den AMG abzumelden über Winter und ihn im Sommer bzw. im Frühling dann wieder anzumelden. Weil Winter und Heckantrieb, Freunde, sehr gefährliche Geschichte. Und ihr wisst ja selber, ich hatte ja bereits schon einen Unfall, so nichts Großes, Wildes, aber war schon krass so. 16.000 Euro oder so war der Schaden dann am Ende, aber was auch immer. Miese Zeiten hier halt dann, ich versuche das abzuklären. Höchstwahrscheinlich, wie gesagt, kann der Kollege nicht mehr da aus der Garage raus und aufgeweckt werden. Aber aktuell habe ich ja noch den Führerschein. Ich muss halt mit der Dame, die mir das ausgestellt hat, reden, quatschen und herausfinden, ob tatsächlich mein Führerschein weggeht oder nicht, nach der Frist. Am 11.02. ist das Ganze dann bekannt, aber es sieht schlecht aus, Freunde, höchstwahrscheinlich ist der Führerschein weg. Und ich setze mich auf jeden Fall hin, gebe Gas, versuche mein Bestes und nur mal kurz zur Info, wenn der AMG wieder rauskommt, werde ich auf jeden Fall ein Video machen. Wie ich den Anlass sauber machen, erste Mal wieder fahren, bla 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 bla. Wird auf jeden Fall cool, könnt ihr auch dabei sein, wird, denke ich mal, richtig nice. Und ja, ich wollte euch halt darüber immer informieren und auf dem Laufenden halten, auf ganz entspannte Basis, mal so Real-Life-Story, was da draußen in der Wildnis so alles passiert ist, weil viele Leute, wie gesagt, haben mich auf Insta gefragt gehabt, Digga, was ist da los, kannst du uns aufklären, und ich kann ja nicht jeden, ey, so Sprachnachricht schicken, so, weiß nicht, 10 Minuten oder so, Bruder, das und das ist passiert, das kommt jetzt auf mich zu, bla bla bla. Und was ich einfach am Ende des Tages sagen möchte, ist, Freunde, fahrt vorsichtig, wenn ihr in der Probezeit seid, fahrt doppelt vorsichtig, baut keine Scheiße, fahrt immer den Regeln entsprechend, weil am Ende, Freunde, wird euch das sehr viel Geld kosten
Und es wird wehtun, wenn ihr nicht Auto fahren könnt. Egal, ob es ein AMG ist oder sonst was. Ich weiß, wie es ist, wenn man nicht fahren darf. Wegen Fahrverbot, weil ich musste ja meinen Führerschein abgeben, weil ich Aufbauseminar nicht rechtzeitig gemacht hatte. Und es ist nicht cool. Ihr seid auf alles angewiesen. Eure Kollegen müssen euch abholen und. Und es ist zum Kotzen, Freunde. Es ist zum Kotzen. Deswegen benimmt euch im Straßenverkehr, baut keine Scheiße und ihr spart eine Menge Kohle. Weil diese ganze Geschichte mit dem Aufbauseminar und die Strafe, die noch kommen wird, wird mich Minimum 2000 Euro kosten. Deswegen, Freunde, benimmt euch da draußen in der Wildnis, baut keine Scheiße. Ich wollte euch darüber informieren, mal erzählen, was da draußen in der Wildnis so abgeht. Und das war's dann auch eigentlich schon mit dem Video. Wie gesagt, checkt gerne mal hier die X-Racer ab, Freunde, würde mich mega freuen. Link unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, die haben mir hier den Babastuhl zur Verfügung gestellt. Korrekte Geschichte auf jeden Fall. Und dann werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Schreibt mir eure Meinung zum Video unten in die Kommentare. Möchtet ihr mehr solche Sachen hören? Möchtet ihr noch krassere Sachen hören? Weil ich habe viel zu erzählen eigentlich. Viele Real-Life-Stories, viel dies, das, hier und da, dies, das, anders. Aber erstmal genug dazu. Ich würde dann sagen, Freunde, das soll es gewesen sein. Wir hören uns dann soweit im nächsten Video. Haut rein, get in with the flow, euer Fraps. Und ciao. Got that.